So, willkommen zurück, liebe Freunde. Und zwar, scheiße, ich weiß jetzt ja nicht, wie viel Meter ich da, 3 Meter waren es, glaube ich. Ich glaube, es waren 3 Meter. Ein USB-Kabel für die PlayStation 4, 3 Meter, weil der Kabel von der PS4 ja natürlich nicht passt. Oh, der sieht aber geil aus. Muss ich euch gleich mal zeigen, hier Linecast steht so ja auf dem USB-Stecker drauf. Seht ihr das? Ach, ihr seht das so scheiße. Da seht ihr das. Linecast. Also finde ich geil. Linecast USB. Finde ich geil. Und dann haben wir hier noch so ein klein. Und das ist jetzt nicht mit irgendwelchen Scheiße gehalten. Nein. Mit Klettband. Finde ich geil. Ist auch sehr, sehr geil verarbeitet. Und das ist hier alles, wie heißt denn das Zeug, was hier drum ist jetzt, ich komme nicht auf den Namen. Ich komme nicht auf den Namen. Für Xbox 1 und PS4. Also der geht wohl auch für die Xbox 1. Hat die Xbox 1? Also Xbox One 360 hat die so ein Micro-USB, echt? Wusste gar nicht, ist ja cool. Überleg noch gerade, wie das heißt. Hier ist so Zeug, Stoff drum. Finde ich aber gut. Jetzt werden wir uns das mal hier nochmal angucken. Jetzt werden wir das mal abmachen. Oh, das bleibt so ja dran, das ist jetzt nicht nur so, das kann man auch dann kürzen, ist ja cool. Und ihr seht wirklich, der ist schön lang. Doch 3 Meter hatte ich geordert. 3 Meter hatte ich angefragt, um euch da mal ein fast passendes Kabel zu zeigen. Und der ist wirklich exzellent, sieht der aus. Der ist wirklich richtig geil verarbeitet. Jetzt schließt hier richtig schön ab. Und auch bei der USB-Seite schließt das vernünftig ab. Geht darin und wird richtig festgehalten. Also hier ist nichts locker. Und auch hier ist nichts locker. Das hatten wir alle schon mal anders. Ist ja geil. Das ist ja geil. Und vor allen Dingen, also schwarz-blau ist nochmal die PlayStation-Farbe. Kann man sagen, was man will. Also der ist wirklich exzellent verarbeitet. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ja, also bei mir ist immer so, optisch spielt halt eine große Rolle, wenn ich meinen Controller lade und damit spielen muss, wenn er am Ladekabel hängt, dann will ich auch, dass es schick aussieht. Oder wenn Besuch kommt und der halt einen leeren Controller leider nehmen muss, dann will ich, dass er einen schicken Kabel hat. Dass hier nicht einfach nur so ein Gummikabel durch die Wohnung liegt. Nein, hier so ein schöner schwarz. Blauer. Ich weiß, da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das so sieht. Der da so ein bisschen auf Optik achtet, aber das ist mir halt ganz wichtig. Dass ich, wenn ich damit spiele, auch wenn ich nicht jeden Tag das mir auffällt oder nicht jedes Mal beim Spielen auffällt, Mensch, du hast ja den Kabel, der sieht ja schick aus oder so. Aber, na, ich weiß nicht, das Auge isst halt mit, würde ich sagen. Ist meine Meinung. Und da sieht dieser halt natürlich extrem schön aus. Und auch sehr gut verarbeitet. Und ich liebe es ja, ihr wisstet, dass ich das, wenn sowas ist, wenn da auf dem Stick zum Beispiel die Firma steht oder so, na, das finde ich gut. Ich will ja auch wissen, von wem ich was jetzt ein Produkt gerade in der Hand halte. Viele von euch sagen, oh, kann ich drauf, muss nicht, kann alles schwarz sein. Ich finde es geil, wenn da das drauf steht. Ich finde es eher ungeil, wenn es nicht drauf steht. Ja. Das soll soweit auch zum Hardware-Video ist halt nur ein Kabel, aber ich finde ihn halt schick und wollten euch halt mal präsentieren und wollte euch mal die Verarbeitung zeigen, ja, dass er halt hier, Cotton, ist es Cotton da oben? Kommt nicht auf den Namen, nicht zum.
Jedenfalls ist hier was rumgewickelt. Das fässt sich auch sehr weich an. Ja, aber damit jetzt erstmal Schluss. Hardware-Check machen wir auch gleich, ob er funktioniert. Das wird ein ganz kurzer Hardware-Check. Aber bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.